Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge PES 2015 Let's Play. Und dieses Mal starten wir rein mit der Meisterliga. Jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen, ist der Bundesliga-Patch rausgekommen vom PES Galaxy bei Modding Way. Und jetzt ist es uns möglich, hier bei PES 2015 mit der Bundesliga zu spielen. Und da ja FIFA 15 bei uns leider aktuell ja nicht funktioniert, zumindest bei mir, habe ich mir überlegt, alternativ dann euch die Meisterliga anzubieten. Deswegen gehen wir rein, starten hier auch natürlich ganz neu und sehen es hier, Meisterliga. Was für eine Art von Trainer möchten Sie sein? Haben Sie Vorbilder? Sind Sie daran interessiert, bei einem Club eine Dynastie aufzubauen? Oder wandeln Sie lieber von Team zu Team? Wenn Sie genug Titel eingefahren haben, Sie können sich sogar als Nationaltrainer versuchen und Ihr Land an die Weltspitze führen. Sie haben die Wahl, es ist Zeit für die Meisterliga. Tun wir natürlich bestätigen, Spielniveau fangen wir auf Profi an, weil wir haben es ja zuletzt gesehen, auf Profi habe ich mich selbst da noch schwer getan. Wir sehen hier Anfänger, Amateur, Fortgeschrittener, Profi, Topspieler und Superstar. Aber wir können hier mal versuchen, als Profi anzufangen. 5 Minuten ist in Ordnung. Währung Euro. Klassische Spieler, da weiß ich nicht, was drunter gemeint ist. Wahrscheinlich irgendwelche alten Spieler. Ich bin mir eher noch unschlüssig, ob ich die jetzt mit einbinden soll oder nicht. Deswegen lassen wir das mal aus. Und hier haben wir die Möglichkeit, 3 zusätzliche Ligen, die es enthalten soll. Erste Bundesliga, PAS-Liga und PLA-Liga. Würde ich sagen, das nehmen wir und gehen hier auf OK. Wählen Sie Ihre Nationalität, Region, Hinweis. Es ist wahrscheinlicher, Angebote für den Trainerposten der Nationalmannschaft des eigenen Landes bzw. der eigenen Region zu erhalten. Und da ihr mich ja kennt, ich bin ja hier in Deutschland geboren, habe allerdings einen ägyptischen Vater und deswegen nehmen wir jetzt hier Ägypten an. So, bitte geben Sie Trainerdetails ein, Trainername. Und ihr werdet, da ja die Bundesliga ausgewählt ist, werdet ihr den Verein schon kennen. Von daher würde ich sagen, Trainername ist hier in diesem LP Sphinx Mido von YouTube. Da ich hier nicht mehr schreiben kann, ich habe es nämlich schon ausgetestet, muss ich hier ein YT nehmen. So, und jetzt aussehen, da gucken wir jetzt natürlich, wie wir uns dann hier aussehen lassen werden. So, Gesicht. Haben wir hier die Haut? Wir haben hier etliche Möglichkeiten, das einzustellen. Ich bin ein bisschen dunklerer Hauttyp, werdet ihr demnächst irgendwann mal sehen. Hab mir demnächst mal überlegt, momentan läuft es ja wirklich gut, dass ich mich irgendwann mal zeige per Facecam. Allerdings weiß ich nicht, wie man das mit der Facecam alles machen muss, was man da beachten muss, was man einzustellen hat und so weiter. Wenn es jemand von euch weiß, dann ab in die Kommentare damit, wäre ich euch sehr dankbar dafür. Das gilt vor allem für die Let's Player, die schon mit Facecam aufgenommen haben und wissen, wie es funktioniert. Einfach mir da kurz eine Nachricht oder PN schicken, dann weiß ich da Bescheid. So, Stirn ist mir eigentlich egal, wie ich aussehe. Ich glaube, das nehmen wir hier mal. So, Kopf- und Gesichtsgröße, da kann man alles Mögliche ändern. Einen aufgeplatzten Riesenkopf. Aber ich würde da eigentlich nicht viel ändern wollen. Weil sonst sieht es alles andere als realistisch aus. So, Gesichtsgröße ist in Ordnung. Gesichtsform ist auch so eine Sache. Jochbein, Wangentiefe, Kieferhöhle, Kieferbreite. Also da kann man wirklich alles Mögliche einstellen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Augenbrauenform, da können wir uns auch verschiedene Modelle angucken. So, nehmen wir mal die hier. Augenbrauendicke ist in Ordnung. So, machen wir hier mal alles auf 2. So, Augenform wäre die nächste Möglichkeit. So, nehmen wir das doch mal hier. Nasenform.
was man da nicht alles ändern kann. Nehmen wir mal die hier, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Oh, von der Höhe ist es auch in Ordnung. Mundform kann man auch noch anpassen. Nehmen wir mal die hier. Und die hier. Bart, naja, ich bin eigentlich nicht so der Barttyp. Gucken wir mal, was es denn für Möglichkeiten gibt. So, der ist gar nicht mal so schlecht. Bartdichte. Nehmen wir mal den typischen 3-Tage-Bart. Und die Voreinstellung, die man da noch hat. Aber ich finde, das ist soweit in Ordnung. Frisur können wir uns eigentlich nicht so lassen. So, ich hab eher kurze Haare im Moment. Ja, oder lange. Ich bin gerade auf dem Weg, wieder meine Locken zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, das passt eigentlich von der Frisur her. Mal gucken, ob es die Locken gibt. So. Naja. Ansonsten bleibt mal einfach so wie. Ja, genau. So sieht es gut aus. Haarfarbe soll eher ein Schwarz sein. So, dann haben wir das soweit. Gesichtsausdruck können wir auch noch erstellen. So, dann finde ich mal. So, das finde ich hier gar nicht mal so schlecht. So, dann können wir hier weitergehen. Aussehen als Bilddateispeicher. Nach Speicherung wird dieses Bild auf verschiedenen Bildschirmen angezeigt. Unter anderem im Hauptmenü der Meisterliga. Wir sehen es hier, wir haben hier auch echte Bilder, die wir theoretisch auswählen können. So, dann gehen wir hier auf Nein. Fortfahren. Ja. So, bitte wählen Sie Ihre Startaufstellung für die Meisterliga. So, okay. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. Wählen Sie den Verein aus, bei dem Sie Ihre Trainerkarriere beginnen werden. Ihr Vertrag wird jährlich verlängert. Es könnte Angebote von anderen Vereinen eingehen, sodass Sie die Chance haben, Ihr Können anderweitig unter Beweis zu stellen. Und ihr seht hier, welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben die Barclays Premier League. Wir haben die Skybet Championship, also die zweite Liga, die Ligue 1, die Ligue 2, Serie A, Serie B, Eredivisie, wo wir ja zuletzt mit PSV Eindhoven in der Champions League aktiv waren, Liga BBVA, Liga Atalante, Primeira Liga von Portugal, die erste Bundesliga, die wir drin haben, weitere Mannschaften aus Europa, Copa, Südamerikaner, haben wir durchaus andere Möglichkeiten, aber ich werde nämlich mit dieser Mannschaft hier reinstarten. Wir haben hier zwar noch in dem Update ein paar kleine Änderungen. Wir haben Köln, Mainz, Leverkusen, Dortmund, Gladbach, Frankfurt, also die erste Liga. Und hier ein kleiner Fehler, Hertha BSC Berlin, das heißt ja eigentlich nur Hertha BSC oder Hertha Berlin. Aber BSC Berlin, das geht nicht. Berliner Sportclub ist ja schon enthalten im BSC. Habe ich während meinem LP herausgefunden. Und wir starten rein mit dem VfB Stuttgart. Ihr kennt hier die Aufstellung. Wir müssen da selber noch gucken. Aber wir werden dann natürlich mit der Mannschaft fortlegen, die es auch möglich macht. Hier können wir eine Co-op-Party theoretisch noch einfügen. Wenn wir es mit einem anderen Let's Playen wollen. Und jetzt steigen wir hier ein in die neue Karriere. Sie sind VfB Stuttgart als Trainer beigetreten. Hier sehen wir unsere ersten Schritte in der Arena, die hier das Konami Stadium ist, sozusagen. So, jetzt sehen wir hier noch einige Informationen. Was ist die Meisterliga? In der Meisterliga geht es darum, den idealen Club aufzubauen. Dazu müssen Sie die richtigen Talente fördern und auf dem oft sehr chaotischen Transfermarkt die richtigen Entscheidungen treffen. Sie können Ihre Ambitionen sogar noch erweitern, indem Sie verschiedene Vereine trainieren oder Nationalmannschaften übernehmen.
Was ist Ihr Ziel, die begehrte Trophäe als weltbestes Team gen Himmel zu stemmen? Oder möchten Sie Ihre eigene Geschichte schreiben, in der Sie großartige Spieler kommen und gehen sehen? Sie haben die Wahl, Sie sind der Herausforderung gewachsen. Ja, gut, dann ist es Zeit, die Meisterliga zu beginnen. Nächste Information. Nutzen Sie das vorsaisonale Transfermittel optimal aus, um die kommende Saison vorzubereiten. Das Transferfenster ist ein kritischer Zeitraum für jeden Verein. Zwar können Verhandlungen zur Verpflichtung oder Entlassung von Spielern während der gesamten Saison gehalten werden, aber Spieler können den Verein nur wechseln, wenn das Transferfenster geöffnet ist. Das Transferfenster ist jedes Kalenderjahr zweimal geöffnet, in der Saisonpause und in der Mitte der Saison. Große Transfers werden oft in der Saisonpause getätigt. Sie können über das Schicksal eines Vereins in der kommenden Saison entscheiden. Es ist ungemein wichtig, dass Sie in dieser Zeit einen Spielerkader zusammenstellen, der eine lange und harte Saison überstehen kann. Also das heißt, so um die 23 plus 3, 4 Spieler. Wie funktionieren Spielertransfers? Das kennen wir ja. Themenliste verlassen, um zum Hauptmenü zu gehen. Und da sind wir auch schon. Jetzt hat er zwar das Trainerbildchen nicht übernommen, ist aber nicht weiter schlimm. Bei den Finanzen haben wir eher eine unrealistische Summe hier von 28,632 Millionen. In der Realität sieht es ja so aus, dass der VfB Stuttgart ja Probleme hat mit der, mit den Finanzen. Ich würde mal sagen, wir speichern hier unsere Karriere, damit diese nicht verloren geht. Und dann können wir hier mal kurz die ganzen Sachen angucken. Teammanagement, Aufstellung, Training. Gucken wir mal ins Training der Spieler. So sehen sie aus, okay. Also man hat sich schon Mühe gegeben bei der Erstellung. Zwar sind einige noch nicht den Realitäten entsprechend, aber da gibt es bestimmt den ein oder andere Update. Timo Werner ist gut gelungen. Ginchek, naja. Ulreich, auf den werde ich dann eher setzen, aber wir sehen, die Trikots sind auf jeden Fall schon mal da, was das Ganze realistischer gestalten lässt. Harnik, kann man sich vorstellen, dass das ist, genauso wie Maxim, Gotoku Sakai, Odysseas Vlachodimos, Raphael Holzhauser. Und wie sie nicht alle heißen, da können wir dann einstellen, wie sie denn trainieren sollen. Pass, Dribbling, Schuss, Verteidigung, Fitness, Geschwindigkeit oder ausgewogen. Das können wir dann immer so einstellen, wie wir es gerade denn möchten. Aufstellung können wir uns mal gerade mal angucken, wie wir aufgestellt sind. Momentan im 4-2-3-1 mit einer Katastrophe. Wir sehen hier vorne im Sturm Adam Luschek. Wenn ich das schon sehe, dann wird's mir schlecht. Aber ganz ehrlich. Adam Luschek ist nämlich kein Stürmer. Nämlich einer, der eher hinten auf der Verteidigerposition agiert. Genauso wie Gentner, der hier komplett falsch aufgestellt ist. Rüdiger und Schwab sowie Niedermeier auf der rechten Seite. Immer mal Sakai. Harnik kommt auf jeden Fall mit. Maxim auch. Und Vedat Ibisevic. Oben sehen wir die Information, dass der Otaldo festspielt. Dann mal liebe Grüße an dich, falls du hier reinschauen solltest. So, sehen hier Kapitän momentan Kirschbaum. Sehe ich aber anders. Also. Dann haben wir hier die ganzen Sachen schon mal eingestellt. So wie wir es denn haben wollen. So, haben wir hier die Verhandlungen, mein Teaminfo, Themen, Spielplan, da können wir mal kurz drauf gucken. Haben dann gleich dann noch das Trainingsspiel gegen Ajax, dann die Bundesliga mit einem unrealistischen Spielplan. Da haben wir nämlich das Spiel gegen Bayern. Dann folgt das Spiel gegen Wolfsburg. Dann gegen Hoffenheim, gegen Paderborn. Also den Spielplan hat man hier, glaube ich, nicht der Realität eingestellt. Glaube ich. Obwohl, na, 3. November gegen Augsburg. Das war ja jetzt vor kurzem erst. Nee. 1. Dezember, Freiburg, 13. Obwohl, es könnte eigentlich doch stimmen mit dem Spielplan. So, Kaderliste kennen wir ja, Mannschaftsergebnisse, Spielerergebnisse. Dann gehen wir hier mal bis zu dem Spiel hin. Und dann war's es hier für die erste Folge. So, erster Saisontag. Wir haben zumindest schon mal
das erste Spiel hier erreicht, spielen dann gegen Ajax Amsterdam, nutzen sie ihren Scout, schauen sie sich mal die Jugendmannschaft an. Der Scout hat einige weitere Spieler in die engere Auswahl gezogen und das Trainingsspiel gegen Ajax. Gucken wir uns die News hier erstmal an. Falls Sie nicht sicher sind, wen Sie verpflichten sollen, kann ein Scout Ihnen helfen, potenzielle Ziele in die engere Wahl zu ziehen. Sie brauchen Ihnen nur mitteilen, an welchem Spielertyp Sie interessiert sind. Wählen Sie dazu Verhandlungen, verpflichten Scouting-Anweisungen, um anzuzeigen, welche Spieler der Scout auf die engere Auswahlliste gesetzt hat. Wählen Sie Verhandlungen, verpflichten Scout-Bericht. Die Liste wird alle 2 Wochen aktualisiert. Spieler auf der Liste sind generell leichter verfügbar und somit leichter zu verpflichten. Schauen Sie sich mal die Jugendmannschaft an. Die besteht aus 32 Spielern im Alter von 16 bis 20 Jahre. Spieler aus der Jugendmannschaft können in die erste Mannschaft berufen werden, ohne dass eine Ablösesumme gezahlt werden müsste. Darüber hinaus können sie zu jedem Zeitpunkt der Saison in die Mannschaft geholt werden. Und so weiter. Werden wir dann alles sehen? Der Scout hat einige Spieler. Und die sind auch noch verfügbar. Also wenn das Spiel unrealistisch ist, dann weiß ich auch nicht. Mario Götze, Franck Ribéry, Dante, Lucien Hüntela, Isaacson, Sorsa, Rita, Van Beuten, Leroy und Rondon. Also man sieht hier teilweise Spieler, wo ich denke, okay, was hat der PES hier schon wieder für geraucht oder so. Jetzt das heutige Trainingsspiel und dann würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge für heute und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu der nächsten Partie gegen Ajax Amsterdam und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, verpasst keine Folge und dann sehen wir uns zum ersten Spiel mit dem VfB Stuttgart gegen Ajax Amsterdam wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinx Mido und Servus.